Hi, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Papa liebt Fleisch, Hammer Barbecue. Ich bin der Papa und ich habe bald Geburtstag und deswegen machen wir heute einen Funstopf XXL in einem Dutch Ofen und zwar in dem großen, in dem 14 Liter Moped von Funkenflug, was alles da reinkommt. Ja, wie gesagt, ich habe halt Geburtstag. Ich wollte meinen Gästen oder ich möchte meinen Gästen gerne etwas Leckeres kredenzen. Und da war dann lange überlegen, was machen wir hier, da Steak, das, ich möchte ein flottes und ein leckeres und ein geiles Partyessen haben. Hab da mal so ein bisschen in den Kochbüchern der Familie hier rumgewälzt und hab den Funstopf gefunden. Funstopf ist was richtig Geiles. Von jeder Zutat kommt ein Pfund rein. Das kann ich mir merken. Ja. Ich mache jetzt noch die XXL-Variante. Von jeder Zutat kommt ein Kilo rein. Bäm! Ja, also, das wird auf jeden Fall der Knaller. Aber auch nur deswegen, weil mein Besuch wahrscheinlich komplett ausgehungert hier hinkommen wird. Ja. Die erwarten einen 5-Gänge-Menü. Nein, wahrscheinlich nicht. Ja, aber die soll natürlich satt werden. Wir wollen satt werden. Ja, deswegen diese Riesenmenge. Gefällt dir mein Video? Super. Ja, dann lass doch einfach jetzt schon mal ein Like da. Wenn du Fragen, Anregungen, Kommentar, irgendwas hast, schreib es bitte in die Kommentarbox. Ja, das pusht den Algorithmus so ein bisschen. Ja, drückt das Video weiter nach oben, wird mehr Leuten ausgestrahlt. Ich weiß, was euch am Herzen liegt. Ja, ich gehe natürlich auf eure Fragen und auf eure Wünsche und Bedürfnisse gerne mal ein. Und wenn du dann noch den Kanal abonnierst, ja, dann sind wir Freunde fürs Leben. Ich würde mich freuen, wenn du das machen würdest. Ja, wäre quasi mein Geburtstagsgeschenk von dir für mich. Völlig kostenlos. Geile Scheiße, oder? Hier sind jetzt alle Zutaten, die wir brauchen. Fangen wir hier oben an. Hier ist Bacon. Dann haben wir Paprika gelb, Paprika rot, Tomaten aus der Dose, Zwiebeln, Rindergulasch, Schweinegulasch, Hackfleisch halb und halb. Dann brauchen wir eine Chili-Soße. Ich habe diese mir ausgesucht. Die schmeckt ganz lecker. Das ist eine milde. Dann brauchen wir, jetzt verzeiht mir bitte, aber die ist einfach gut. Ja. Und zwar Gewürzketchup von Hella Schaschlik. Ist einfach ein geiler Scheiß. Ja. Kochsahne und Pfeffer, Chili, Salz zum Abschmecken. Ja, das war es auch schon. Ja, jetzt würde ich doch einfach mal sagen, ab an den Dutch-Ofen. Der Dutch-Ofen steht bereit und als erstes kommt der Bacon hinein. Das ist ein Kilo, ne? Also so, Bacon. In der Zwischenzeit, wo der Bacon da ausgelassen wird in dem Dutch-Ofen, schnappen wir uns Löffel und die Tomaten aus der Dose und machen die ein bisschen klein. Ihr könnt natürlich auch stückige Tomaten nehmen, das ist euch überlassen. Ich habe jetzt hier die ganzen geschälten genommen. Hat mal was auf der Gabel. Der Bacon duftet schon richtig gut. Und jetzt kommen die Zwiebeln hinzu. Ein paar Minütchen später kommt Hackfleisch hinzu. Ja? Und jetzt mir mein Lieblingsspruch, Hackfleisch kneten. Wie Tiere streicheln, ne? Nur später. So, machen wir ein bisschen klein und verteilen das dann hier im Topf. Ne? Solange jetzt das Hackfleisch mit dem Bacon und den Zwiebeln im Dutch-Ofen sich vereinen, kümmern wir uns um die Soße schon mal. Dazu schnappen wir uns die Chili-Soße. So. Wir sind übrigens die Dings ausgegangen, die Schüsseln ausgegangen. Ja. Bei solchen Rezepten merkt man erstmal, dass man viel zu wenig Schüsseln hat. Und die nächste Chili-Soße. Ich finde, an Soße darf es ruhig viel sein. Da stehe ich voll drauf. Ja, das muss so richtig schön schlotzig sein. Und Nummer 3.
Ihr könnt natürlich auch jede andere Soße nehmen. Ja, also ihr könnt auch hier dieses diese scharfe Chili-Soße nehmen. Ja, oder ach, keine Ahnung, normalen Ketchup, wenn ihr es nicht gerne scharf mögt. Oder. Da ist der Kreativität von euch, ja, steht nichts im Wege. So, machen wir weiter. So, zack. Das war der erste Streich. Der zweite Streich. Die Sahne. So, und was passiert damit jetzt? Richtig, es wird verrührt. Zum besseren Schmoren habe ich den Deckel drauf gemacht. Und da ist es auch. Ah, wunderbar. Jetzt müssen wir einmal hier umrühren. Und jetzt kommt das Schwerste. Quasi die Hochzeit. Jetzt nehmen wir als erstes, komm hier, Rindergulasch. Schweinegulasch. Verrühren. Ja, immer wieder zwischendurch verrühren, umso einfacher ist es, als wenn ihr so eine Riesenmasse dann zum Verrühren auf einmal habt. Als nächstes die Tomaten. Und hier auch wieder schön verrühren. Während die verrührt werden, gehen die auch noch mal ein bisschen kaputt, werden noch mal ein bisschen kleiner. Die Paprika kommen jetzt hinein. Erstmal die roten, guck mal, da sind noch ein bisschen grün. Das ist, wenn du Bio kaufst, ne? Ist nicht immer alles. Nach den roten kommen die gelben. So. Und auch hier wieder das gleiche Spiel. Das sieht ja jetzt schon mal sehr, sehr, sehr geil aus. Ja, aber jetzt kommt die Soße. Ach, ich liebe diese Sauereien, Alter, das so rüberlaufen lassen. Ach, das ist mein Ding. So. So, die Soße, die habe ich abgeschmeckt. Für meinen Bedarf brauchen wir kein Salz, kein Pfeffer, kein Chili mehr. Für mich ist es A, scharf genug, B, salzig genug und auch pfeffrig genug. So, und jetzt wieder verrühren. Und so sieht es dann aus, wenn alles verrührt ist. Jetzt kommt der Deckel drauf und dann sehen wir uns gleich erstmal wieder in der Großaufnahme. So, der Dutch Ofen, da ist er, ja, hat gerade so gereicht für diese Menge, ja. Ist schon Wahnsinn, was da reingeht, aber ist dann auch Wahnsinn, was das für eine Menge ist, ja, also schon sehr cool. So, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir 2 Stunden Pause. Wir regeln den Grill auf 180 Grad ein. Ich habe jetzt den Brenner direkt unterm Topf ausgemacht. Den Brenner Nummer 1 ist an, Nummer 3 und Nummer 4. Und damit spiele ich jetzt gleich an der Temperatur. Essen ist fertig. Jawohl, hier ist es. Ich zeige es euch einmal, ja. Könnt ihr schön sehen, ja, ne? Ist alles dabei, schön bunt ist es auf jeden Fall. Und jetzt würde ich mal sagen, Prost. Und es schmeckt super. Ich glaube, da werden sich meine Gäste freuen, wenn die kommen. Ja, mega lecker von der Schärfe her. Und genau richtig. Ich mag es ja nicht so scharf. Von daher ist das jetzt genau richtig. Wer es gerne Schärfe haben möchte, einfach die Gewürze auf den Tisch stellen und fertig aus die Maus. Ist jetzt recht flüssig. Ja, also es ist quasi ein Süppchen. Ich empfehle es einfach dazu, Weißbrot, Ciabatta, Fladenbrot, irgendwie sowas dabei zu machen. Oder natürlich es eindicken zu lassen. Und dann kannst du natürlich auch mit Reis oder mit Nudeln servieren. So, wir werden es morgen mit Brot servieren und noch so ein paar Kleinigkeiten dabei. Uns
schmeckt es? Und es hat es, oder mir hat es jetzt geschmeckt, ich hoffe. Ich habe jetzt einfach nur gesagt, so, euch schmeckt es jetzt einfach, fertig, ja. Gibt keine Diskussion. Wenn der Papa das sagt, dann ist das so. Ich hoffe, dass es meinen Gästen und meiner Familie morgen auch schmecken wird, aber ich gehe mal ganz stark davon aus. Ich mache den Deckel hier wieder drauf und muss mir dann gleich erstmal zwei kleinere Töpfe von oben aus der Hauptküche quasi holen. Ja, so, wenn es euch gefallen hat, Däumchen, wären Träumchen, ja. Kommentare bitte gerne in die Kommentarbox. Fragen natürlich auch oder Anregungen und. Wenn ihr vielleicht mal irgendwas gebrutzelt sehen möchtet, ja, dann mache ich das gerne für euch. Schreibt es da unten in die Kommentare rein und ich guck mal, was ich machen lässt. Und ich habe da schon einen Wunsch für den Marcel noch offen. Kommt demnächst, ist ein richtig geiles Frühstück. Dürft ihr gespannt drauf sein. Ansonsten noch kein Abonnent dieses Kanals? Ja, dann abonniere doch einfach. Dann habe ich jetzt noch Rabattcodes für euch. Jawohl. Und zwar gehst du auf www.papaliebfleisch.de. Das ist meine Webseite. Da gibt es nicht nur meine Rezepte, da gibt es nicht nur Klamotten, hier so Papaliebfleisch-Stuff zu kaufen. Da gibt es auch, und das ist das Coole, für euch Rabattcodes von meinen Partnern. Also ein Besuch lohnt sich. Papaliebfleisch.de. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Papa liebt Fleisch. Tschüss.